Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Variante Wie lernen wir Deutsch? Auf meinem Kanal werde ich jetzt zukünftig mehrere solche kleinen Geschichten einstellen. Fangen wir an. Das hier ist ein Haus. Das ist ein Quadrat und das ist ein Dreieck und zusammen ist das ein Haus. Auf dem Dach gibt es Ziegelsteine. Diese habe ich ordentlich gemalt, diese male ich unordentlich. Diese habe ich langsam gemalt und diese male ich jetzt schneller. Das Dach hat auch einen Schornstein. Aus dem kommt Rauch. Das Haus hat natürlich eine Tür. Die Tür hat einen kleinen Griff. Es gibt auch ein Fenster. Und in dem Fenster hängen Gardinen. Hier steht auch eine kleine Blume. Und hier gibt es noch ein Fenster. Neben dem Haus wächst ein Baum. Außer dem dicken Baumstamm gibt es auch noch Äste mit kleineren Zweigen. An denen wachsen auch Blätter. Hier ist auch noch ein Ast mit noch mehr Zweigen und noch mehr Blättern. Hier wächst überall Gras. Aber das Gras ist natürlich nicht grau, sondern grün. Das Gras ist grün. Und darum malen wir das Gras auch grün. Und auch die Baumkrone ist selbstverständlich grün. Und auch die kleinen Blätter an den Ästen sind grün. Auch der Stiel der Blume ist grün. Und hier gibt es ein Blatt. Und hier ist noch ein Blatt. Aber die Blume selber ist lila. Und auf der Wiese gibt es auch kleine Blumen. Und die sind auch lila. Am Himmel scheint natürlich die Sonne. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist rund und groß und gelb. Und sie hat viele Strahlen. Es gibt auf der Wiese auch andersfarbige Blumen. Diese sind rot. Diese sind dunkelrot. Am Himmel gibt es Wolken. Die Wolken, die sind wirklich grau. Aber jetzt kann man nur eine Wolke komplett sehen. Die andere Wolke ist ganz klein. Und man kann sie nicht gut sehen. Das Dach des Hauses ist rot. Das Dach male ich also rot an. Die Tür des Hauses ist orange.
und der Himmel ist blau. Am Himmel sehen wir Vögel fliegen. Einen Vogel sehe ich hier und hier gibt es noch einen Vogel. Und hier ist ein Vogelschwarm. Das sind ganz, ganz viele Vögel. Das ist ein Vogelschwarm. Das sind ganz viele Vögel. Der Stamm des Baumes ist natürlich braun. Und die Äste sind braun und die Zweige sind auch braun. Das hier ist ein Mädchen. Sie wohnt in dem Haus. Und das hier ist ihr kleiner Bruder. Sie wohnen beide in diesem Haus. Ihr Vater ist schon im Haus und guckt ihnen beiden zu. Er hat einen Hut auf, einen Zylinder. Auf der Wiese gibt es außer dem Gras auch rosa Blüten. Diese sind rosa. Die Blumen haben rosa Blüten. Die beiden Kinder spielen mittags gerne in dem Garten. Sie suchen oft Schutz vor der Sonne unter dem Schatten des Baumes. Hier scheint die Sonne nicht so stark. Und deswegen ist es dort nicht so heiß. Und wenn sie lange gespielt haben, dann sind sie müde und gehen wieder nach Hause zu ihrem Vater und ihrer Mutter. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, mir zu sagen, ob euch das gefallen hat, ob ihr noch weitere solche Geschichten hören wollt. Und ja, neue Ideen sind immer herzlich willkommen. Eure Fragen sind immer herzlich willkommen und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal weiterempfiehlt, damit möglichst viele Leute leicht Deutsch lernen. Mama, vielen Dank. Wo ist die Mama da? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.